Morgen. Tu nicht so. Bist du so frisch? Eigentlich. Bist du so frisch? Überhaupt nicht. Ich habe gestern noch richtig dick Abschiss geschoben. Ich lag im Bett. Alles hat sich gedreht. Und ich habe an diesen scheiß Käfer gedacht, Alter, der mir im Magen liegt. Und ich hasse es, Alter. Es mir ging so schlecht. Ich finde es so ekelhaft. Ja, du musst das auch essen. Boah, da klebt man das Heck noch nicht ganz so fit ist. So sieht Frühstück für Gewinner aus. Also ich bringe ja die jetzt zur Massage und ich hoffe, dass das funktioniert mit deinem Sonnenbrand. Ich hoffe auch. Ja, man sieht schon ein bisschen, dass du überall eine rote Pelle hast. Ich werde so schlafen beim Massieren. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Massage. No, I don't like. Thank you. Bye bye. Kokosnuss gefunden. Geil. Gucken, ob das auch so schwer ist wie bei Seven vs. Wild, die zu öffnen. Aber die sieht schon echt ziemlich räudig aus. Ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel drin, aber ich versuche es einfach mal. Keine Ahnung. Okay, da habe ich mir schon fast gedacht, dass sie nicht mehr so ganz, dass sie kein TÜV mehr hat. Die ganzen Löcher, da habe ich gerade so ein paar Würmer gesehen, die da rausgekrochen sind oder irgendwelche Meereslebewesen. Die haben sich wahrscheinlich auch schon gut innen drin am Fleisch bedient, also das Teil stinkt auch wie die Pest. Ich glaube, ich habe niemandem Gefallen getan, das Ding jetzt aufzuknacken, ne? Aber war mal interessant. Mir hat Spaß gemacht. War ekelhaft, ey. Ew. Ab. Weg. Ansonsten... Drohnenaufnahmen sind hoffentlich geil geworden. Auch heute wieder, der dritte Tag in Folge, ohne einen einzigen Regentropfen. Das Meer ist auch recht ruhig heute. Ja, wie ihr seht, es ist das Paradies hier. Es ist das Paradies, wirklich. Also ein herrlicher Sandstrand, nicht überlaufen. Ja gut, wir sind natürlich hier in der Off-Season da. Aber wie man sieht, man kann Glück haben. Ne? Ja, und während Helly sich massieren lässt, mache ich es mir hier gemütlich und genieße das Meer ein bisschen und den Wellengang. Auch schön. Gespottet, dass hinter mir Plastikstühle sind und meistens ist ja immer geil bei Plastikstühlen. Deswegen schaue ich mal, ob es hier vielleicht was Nices gibt. Ich habe mir so einen Coconut-Shake bestellt. Mega nice. Gerade in meiner Kokosnuss war ja nichts drin. Dazu gibt es ein Chicken-Sandwich, das muss reichen. Aber mein Magen ist noch ein bisschen vorbelastet von den Käfern. Zum Wohle. Ja,
rest is tip, okay? Sorry? The rest is tip, okay? Okay, thank you very much. Thank you, bye bye. Leopold, come mai. So, da bin ich. Taxi ist da. Wie war's? War geil. Geil, Sprite. Also, wegen meinem Sonnenbrand habe ich eine Aloe Vera Massage gemacht. Die war extrem geil. Aloe Vera Massage? Was heißt das? Aloe Vera Massage ist gut gegen Sonnenbrand. Okay, ist feuchtigkeitsspendend. Genau, und feuchtigkeitsspendend. Also war geil. Richtig schön, doch, war richtig geil. Dann nochmal Nacken hier und so und immer das Klopfen und diese Punkte und so. Ach, mega. Aber dann bist du jetzt ready für Action? Ready for the day. Let's go. So, Heidi, sag mal, wo sind wir? ATV Adventures. Wir sind bei ATV Adventures und gucken mal, ob wir uns so ein paar Quads borgen können und ein bisschen damit rumbrettern hier durch den Dschungel. Okay. Okay. I'll be last one. Lady first, ah, I'm last one. Okay. Zwischenstand, geil. Mega geil. So, jetzt geht's weiter, hinterher. Let's go. Ultra geil, sind wir fertig. Alter, wir sind wirklich durch so geile Gebiete gefahren. So wunderschön. Ja, auch richtig schöne Natur und richtig schöne Spots und auch mega spannend einfach. Ich war jetzt noch nie auf dem Quad. Ich auch jetzt nicht. Jetzt in Thailand, ja. So durch die Wildnis, durch den Dschungel. Geil. Ich hätte auch nie gedacht, dass ein Quad so viel kann. Also, wie viele Plastikstühle gibst du? 5 von 5. Also Thailand, ich liebe Thailand. Also ich kann das nur jedem wärmstens empfehlen. Macht die Tour, macht okay. Mega Spaß. 5 von 5 Plastikstühlen. Safe. Ja, und so schnell kann sich das ändern. Jetzt, wo wir genau fertig sind mit der Quad-Tour, fängt es wie aus Eimern an zu schütten. Aber das ist halt Regenzeit, ne? Die Socken waren mal weiß. Einmal. Ja, Junge. Gut, wenn es dann gleich ein bisschen aufgehört hat zu regnen, dann düsen wir weiter Richtung Hotel, machen uns wieder frisch und gehen was essen. So, Erdbeershake, Squidringe, Hähnchen mit Garlic angebraten, Reis und thailändische Hühnersuppe. Guten Appetit. Danke. Bist du satt? Ja. Ja? Ja. Ja. Hat's denn geschmeckt? Ja, ich würde sagen solide 4 von 5 Plastikstühlen. 4 von 5? Ja. Stabil. Ja. Also Helly und ich chillen jetzt hier bei uns am Hotelstrand. So sieht für uns eine Sonntagabendunterhaltung aus. Wir haben jetzt spontan ganz viele Chipsorten gesehen, die wir in Deutschland gar nicht so kennen. Da ich im Urlaub maßlos bin, werde ich mir jetzt einfach 10 verschiedene Sorten Chips reinpfeifen im Schnelldurchgang. Let's go!
flavor. Die sind leicht scharf, sehr würzig, sehr salzig. Wie eine Brühe, wie eine wirkliche Thai-Suppenbrühe. Man schmeckt den Koriander, man schmeckt Lauchzwiebeln. Die sind sehr komplex, also mir gefallen die echt gut. 5 von 5 Plastikstühlen. So, was haben wir hier? Hot Chili Squid, die geriffelte Variante. Schmeckt wie Süß-Sauersoße. Eigentlich Paprika-Chips geriffelt mit einem ganz leichten Hauch von Fisch im Abgang. Ich gebe 2 von 5 Plastikstühlen. Oh, okay. Was haben wir hier? Lay's Mien Kam Krop Ross. Oh, die sind besonders. Ja, schmecken die? Süßlich anfangs. Und dann kommt eine deutliche Limette hervor. Und eine Minznote ist auch noch mit dabei. Ein bisschen was Fischiges. 3 von 5. Plastikstuhl. 2 in 1. Kann leider kein Thai, aber die Verpackung lässt mutmaßen, dass es hier was mit Meeresfrüchten auf sich hat und dann mit so einem thailändischen grünen Dip, vermutlich Chili. Mmh. Oh. Also die sind nicht zu meinen Gaumen. Die schmecken sehr faul irgendwie. Die haben was von Hundefutter im ersten Moment, finde ich. Die haben was ganz Stinkendes innerlich. Wirklich wie so ein getrockneter Fisch. 1 von 5 Plastikstühlen. Oh. Was haben wir hier? Nori Seaweed. Seegras, was so ein Sushi rumgewickelt ist. Ja, man sieht die Seegrasteilchen auf den Chips. Wer Sushi mag, dem ist hier geholfen. Ist einfach nicht zu meinem Geschmack. Ich kann mir vorstellen, dass Leute das echt mögen. Für mich leider nur ein 2 von 5 Plastikstühlen. Shrimp Tom Yum Hot Pot Thai-Suppe. Hat spezielle Thai-Gewürze, muss man kennen. Auch wieder sehr limettig und sehr limettengrasig. Ist nicht scharf. 3 von 5 Plastikstühlen. Alles klar. Okay. Lay's Black Truffle. Ganz feines. Mh, kribbelt mir. Also Trüffel schmeckt ja allgemein so ein bisschen wie Stinkesocken, finde ich. Ist nicht für meinen Geschmack. Wer Trüffel mag, ist auch hier gut aufgehoben. Für mich eine 2 von 5 Plastikstühlen. Die letzte. Pringles Hot and Spicy Grilled Squid. Ich hasse Squid, ich hasse Tintenfische. Salzig, leichte Schärfe, Abgang auch leicht fischig, nichts Besonderes. In Plastikstühlen? 2 von 5 Plastikstühle. Die sind gut. Der Rest geht. Prost, zum Wohle. Es ist Feierabend, oder? Probier mal. Nee. Nicht gut? Ja. Gar nicht? Bah.